Also schönen guten Morgen. Zwei Kisten Studentenfutter und ein Pflanzengutschein. Das haben Schüler und Lehrpersonal des Senftenberger Friedrich-Engels-Gymnasiums jetzt in Empfang genommen. Anlass für die Geschenke war die Freigabe des ersten vollständig sanierten Bauabschnitts im südwestlichen Teil des Gebäudes. In knapp 20 Monaten bekam das Haus unter anderem neue Türen und Brandschutzanlagen, eine komplett neue Heizungs- und Elektroinstallation und vieles mehr. Für die bessere Barrierefreiheit erhielt das Gebäude einen Aufzug im Innenbereich. Zudem wurden die Räume mit digitalen Tafeln ausgestattet, mit neuen Computern und Bildschirmen sowie höhenverstellbaren Schulmöbeln. Mit den nun folgenden Bauabschnitten fließen in das Senftenberger Gymnasium rund 11,8 Millionen Euro. Hinzu kommen Mittel aus dem Digitalpakt Schule. Läuft alles nach Plan, ist die Schule im Dezember 2026 komplett modernisiert.